Lufthansa macht das schon seit etwa 15 Jahren. Sie suchen Köche aus der ganzen Welt aussuchen. Ich bin jetzt eigentlich der 8. Schweizer, der sie machen konnte. Ich Der Schweizer Starkoch Roland Schmid von der Ebtestuben in Bad Ragaz hebt mit seinen Gourmet-Rezepten ab. Auf allen Lufthansa-Langstreckenflügen ab Deutschland kommen die Passagiere in den Genuss von seinen Spezialitäten. Ja, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Ich habe letzten Dezember ein Telefon bekommen von der Lufthansa. Ich bin eigentlich ganz perplex gewesen. Ich dachte, das kann irgendwie gar nicht sein, das muss irgendwie falsch verbunden sein. Und dann haben die gesagt, sie würden gerne am nächsten Tag vorbeikommen von Frankfurt und würden gerne mit mir über das reden, dass ich da für Lufthansa Juli, August im 2011 würde für die First- und Business-Class Rezepte geben. In diesen zwei Monaten essen rund 330'000 Passagiere Mahlzeiten created by Roland Schmid. Es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die in der Luft anders sind als auf der Erde. Gerichte können nicht in die Höhe angerichtet werden und... Was sicher sehr wichtig ist, ist bei den Rezepturen. Auf 10'000 Meter oben braucht man viel mehr Salz. Also man muss alles viel mehr würzen. Sonst schmeckt es total fad, das habe ich auch nicht gewusst vorher. Aber das haben sie mir dann hier beigebracht. Genauso Säure. Ohne Säure schmeckt das auch nicht auf 10'000 Meter oben. Darum muss man etwas mehr mit Säure arbeiten. Und das waren eigentlich noch so zwei ganz interessante Punkte gewesen. Insgesamt hat der Roland Schmid 50 Menü kreiert und getestet. Zubereitet wird dann alles bei der Lufthansa in Deutschland und er muss darauf vertrauen, dass dort alles richtig gemacht wird. Lufthansa macht das schon seit etwa 15 Jahren. Sie suchen Köche aus der ganzen Welt aussuchen. Ich bin jetzt eigentlich der 8. Schweizer, der das je können machen. Von diesen 50 Rezepten hat der Roland Schmid zwei Favoriten. Meine zwei Lieblingsgerichte, sage ich jetzt einmal, das ist ein Bündnerfleisch und Bergkäse Milfoy mit Feigenchutney. Und das zweite wäre Riesen-Crevette mit Erdbeersalat mit grünem Pfeffer. Das Gericht das, fliegt jetzt um die ganze Welt und macht Werbung für die Region Heideland, Bündnerland und Liechtenstein. Ich wünsche euch allen einen guten Tag.